Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Nur noch AstraZeneca für unter 65-Jährige. Schulen bereiten sich auf Öffnung vor und Großrazzia gegen Clankriminalität. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 18. Februar. In Berlin gibt es 445 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Mittwochabend hervor. 25 weitere Menschen sind an einem Tag verstorben. Die Corona-Ampel der Intensivbetten steht weiter auf Gelb. Mehr als jedes fünfte in der Stadt verfügbare Krankenhausintensivbett ist aktuell mit einem Covid-Patienten belegt. Die Bettenauslastung beträgt 21,2%. Ebenfalls weiter rot zeigt die Ampel der 7-Tage-Inzidenz. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 53,7 Berliner infiziert. Menschen, die jünger als 65 Jahre sind, können sich in Berlin künftig nur mit dem Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca impfen lassen. Das gab Gesundheitssenatorin Dilek Kalaici am Mittwochabend bekannt. Trotzdem der Impfstoff von AstraZeneca von der Europäischen Union genau wie die Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna zugelassen ist, gibt es aufgrund seiner geringeren Wirksamkeit vor allem in der Bevölkerung starke Bedenken. In Berlin waren zu Beginn der zweiten Corona-Welle wohl doppelt so viele Menschen infiziert als offiziell bekannt. Das legt eine Studie des Robert-Koch-Instituts nahe. Im Winter vergangenen Jahres nahmen rund 2200 Menschen aus Mitte an Antikörpertests teil. Die Studie empfiehlt außerdem, dass sich ehemals mit Covid-19 erkrankte Personen trotzdem impfen sollten. Bei rund der Hälfte konnten keine Antikörper mehr nachgewiesen werden. Laut RKI-Chef Lothar Wieler sei es bei Coronaviren generell nicht untypisch, dass der Antikörperschutz nach einiger Zeit wieder erlösche. Das Bezirksamt Mitte hat der Tagesschau verboten, die Pressekonferenz zur Vorstellung der Mitte-Studie im Livestream zu übertragen und erntet dafür nun scharfe Kritik. Das Bezirksamt verwies auf den Datenschutz. Es hätte demnach eine Einverständniserklärung aller Teilnehmenden erfordert. Die Tagesschau widerspricht. RKI-Präsident Wieler und Bezirksbürgermeister Stefan von Dassel seien in ihrer offiziellen Funktion bei der Vorstellung gewesen. Darüber müsse die Presse ohne Einschränkungen berichten können. Für den Deutschen Journalistenverband gäbe es keinen nachvollziehbaren Grund, die Pressekonferenz nicht übertragen zu dürfen. Das Bezirksamt Mitte mache sich lächerlich. Berlins Schulen bereiten sich auf die teilweise Öffnung am Montag vor. Ab dem 22. Februar findet für die Jahrgangsstufen 1 bis 3 in der Hauptstadt wieder Präsenzunterricht statt. Geplant ist Wechselunterricht mit halben Klassengrößen. Einen wichtigen Baustein bei der Öffnung sollen Schnelltests auf das Coronavirus darstellen, mit denen das Personal zweimal wöchentlich getestet werden soll. In Potsdam wurden schon vor 3 Wochen Spucktests für Kitas getestet. TV Berlin war bei der Vorstellung des Projekts durch Familienministerin Franziska Giffey dabei. Mehr über die Vorbereitungen der Schulen und das Pilotprojekt in Kitas sehen Sie heute Abend bei uns in Nachgefragt. Innensenator Andreas Geisel sieht durch die AfD-Gutachtenaffäre einen enormen Schaden für den Berliner Verfassungsschutz. Ein als Geheimpapier eingestufter Zwischenbericht zur AfD wurde von einem Verfassungsschutzmitarbeiter an die Partei weitergegeben. In dem durchgestochenen Gutachten geht es darum, ob die AfD in Berlin zum Verdachtsfall erklärt werden soll. Ein Nachrichtendienst, der Geheimhaltung nicht aufrechterhalten kann, sei laut Geisel im Kern getroffen. Man werde alles daran setzen, den Täter zu identifizieren und der Strafverfolgung zuzuführen. Die Freie Schule am Elsengrund im Stadtteil Mahlsdorf ist wegen ihrer Rechtsextremismuskontakte ins Visier des Verfassungsschutzes gerückt. Eine WDR-Dokumentation hatte zuletzt Verbindungen der Schule zu 2 prominenten Holocaust-Leugnern bekannt gemacht. Verfassungsschutzpräsident Michael Fischer bestätigte diese Hinweise am Mittwoch bei einer Ausschusssitzung. Die genauen Ermittlungserkenntnisse teilte aber nur im nicht öffentlichen Ausschussteil mit. Die Probleme sind schon länger bekannt. Schon 2013 hatte der Bund der Waldorfschulen die Zusammenarbeit mit der Schule wegen der Kontakte beendet. 2020 gab es eine Überprüfung durch die Schulaufsicht.
Die Berliner Polizei ist am Donnerstag mit einem Großeinsatz gegen Clankriminalität in der Hauptstadt vorgegangen. Seit dem frühen Morgen fanden laut Polizeiangaben Durchsuchungen mit hunderten beteiligten Polizei- und Spezialkräften statt. Bei der Großrazzia wurden mehr als 25 Objekte in Berlin und Brandenburg durchsucht. Hintergrund sind Auseinandersetzungen zwischen arabischen und tschetschenischstämmigen Personen aus dem November 2020. Damals hatte es mehrere aufsehenerregende Angriffe der Gruppen aufeinander gegeben. Die Polizei sprach in dem Zusammenhang von einem drohenden Clankrieg. Und damit zu den Wetteraussichten. In der Nacht zum Freitag ist bei Temperaturen um die 5 Grad mit Regen zu rechnen. Auch der Freitag beginnt regnerisch. Über den Tag wird es dann locker bewölkt bei bis zu 10 Grad. In den kommenden Tagen erwartet uns bestes Frühlingswetter. Samstag wird bei um die 12 Grad noch leicht bewölkt. Sonntag und Montag gibt es dann strahlenden Sonnenschein bei Höchsttemperaturen von bis zu 16 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.